Hallo Freunde der Nürnberger Straßenbahn. MK stellt euch in dieser Dokumentation die Entwicklung der Nürnbergförder Straßenbahn in der Zeit zwischen 1975 bis 1979 vor. Eine Zeit, wo viele Strecken durch den U-Bahn-Bau, aber auch durch allgemeine Verkehrspolitik stillgelegt werden mussten. Erinnert sei an den Rückzug der Straßenbahn aus der Lorenzer Altstadt zum 28. Januar 1978, die Stilllegung der Strecke zur Bauernfeindstraße oder schon vorher 1976 die Einstellung des sogenannten Westringes mit Linie 4 und 14 über die Will- und Brückenstraße zum Friedrich-Ebert-Platz. Und in dieser Dokumentation werden Sie Stadtbilder kennenlernen, die sich viele jüngere Nürnberger mit Straßenbahn gar nicht mehr vorstellen können. Dieser Plan zeigt die Gleisanlagen der Nürnbergförder Straßenbahn im Februar 1976. 1976 gründete sich der Verein der Freunde der Nürnbergförder Straßenbahn. Und 1976 beginnen wir unseren Spaziergang über das Nürnberger Straßenbahnnetz noch in Fürth an der Billinganlage, dort wo die Linie 1 endet bzw. beginnt. Zog die Linie 1 von der Bauernfeindstraße in Nürnberg kommend bei der Einfahrt in die Wendeschleife Billinganlage, Sommer 1976. Zog die Linie 1 von der Billinganlage nach Nürnberg aber nur mehr bis zum Weißen Turm auf der Flutbrücke, März 1979. Und in der Gegenrichtung zur Billinganlage Triebwagen 335 auf Linie 7. Zog die Linie 7 in Fürth auf der Maxbrücke. Die untere Königstraße in Fürth, Blickrichtung zum Grünen Markt. Eine der ersten Sonderfahrten des Vereins der Freunde der Nürnbergförder Straßenbahn führte den Triebwagen 910 zusammen mit den Beiwagen 1256 und 1258 im März 1977 auch nach Fürth, hier in der Unteren Königstraße. Blick vom Grünen Markt durch die Untere Königstraße Richtung Maxbrücke. Zug die Linie 7 von der Flößaustraße unterwegs zur Billinganlage, verlässt die Haltestelle Grüner Markt im Februar 1977. Der zeitweilig eingleisige Straßenbahnbetrieb durch die untere Schwabacher Straße zwischen der Moststraße und dem Kohlenmarkt wurde 1962 beim zweigleisigen Ausbau dieses Abschnittes eingerichtet. An allen Werktagen, Montag bis Samstag zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurden die Züge zur Billinganlage über das Gegengeleis geleitet. Zug 124 der Linie 7 hatte die Aufgabe, die Zufahrtsweiche zu diesem zeitweilig eingleisigen Abschnitt, die Weiche 110 an der Moschstraße, um 8.30 Uhr und um 11.30 Uhr umzustellen. Die Linie 7 in Fürth, beim Fahrpersonal häufig als Wilde Maus bezeichnet. Einfahrt in den zeitweilig eingleisigen Abschnitt über die Weiche 110 und 109 an der Moschstraße. Weihnachtsstimmung in der Fürther Innenstadt. Blick durch die Schwabacher Straße zum Fürther Rathaus 1978. Und für den weihnachtlichen Berufs- und Einkaufsverkehr kamen auch die damals modernsten Nürnberger Straßenbahnen, die GDN6-Triebwagen der Baureihe 361 bis 372 als Verstärkungszüge auch nach Fürth. An der Haltestelle Mathildenstraße. Blick aus der Schwabacher Straße,
in die Rudolf-Breitscheid-Straße, früher Weinstraße, in der uns Triebwagen 341, den wir im vorigen Bild noch auf Linie 7 sahen, hier auf Linie 1 entgegenkommt. Zu Fürther Kirchweih 1979 fanden erstmalig an den beiden Kirchweihwochenenden Oldtimer-Fahrten mit historischen Straßenbahnen statt. Triebwagen 877 mit Beiwagen 1256 ist hier unterwegs in der Rudolf-Breitscheid-Straße zur Billinganlage. Linie 7 für Billinganlage Flößerstraße an der Haltestelle Fürth Freiheit. Triebwagen 349 fährt am 1. Dezember 1979 als Linie 21 in die Wendeschleife Fürth Hauptbahnhof ein. Dieser Triebwagen sollte 1,5 Jahre später der letzte Zug der Linie 1 an der Billinganlage werden. Im Februar 1977 wurde Linie 21, welche seit dem 1. Juli 1928 Stammlinie zur Flößerstraße war, auf den Abschnitt Ziegelstein für den Hauptbahnhof verkürzt. Nur an den werktäglichen Hauptverkehrszeiten Montag bis Freitag fuhren einige Züge noch im Berufsverkehr bis zur Flößerstraße durch. Die 1976-77 angelieferten 12 Stadtbahntriebwagen des Typs GTN 6 Nummer 361 bis 372 waren für die damaligen Verkehrsverhältnisse auf den meisten Linien von der Kapazität her zu klein. Deshalb wurden diese 12 Fahrzeuge in den ersten Jahren hauptsächlich als Verstärkungs- und Abrufzüge eingesetzt. Ein solcher Zug findet sich hier an der Wendeschleife Fürth Hauptbahnhof. Für die Linien von und zur Flößerstraße befand sich die Haltestelle Fürth Hauptbahnhof in der Maxstraße. Im Sommer 1977 biegt Triebwagen 315 auf Linie 21 unterwegs von Nürnberg-Ziegelstein zur Fürther Flößerstraße aus der Maxstraße kommend in die Schwabacher Straße ein. Und dieser Blick, geworfen aus dem Bereich der Einmündung Maxstraße Richtung Süden auf die Bahnunterführung über die Schwabacher Straße und das Berolzheimerianum, in dem sich heute die Komödie Fürth befindet, davor Triebwagen 341 auf Linie 7 unterwegs zur Flößerstraße. Und der Blick aus der Gegenrichtung von südlich der Bahnunterführung Richtung Stadtzentrum soll natürlich nicht fehlen. Triebwagen 350 auf Linie 21 zur Flößerstraße. Im März 1979 begegnen sich in der Schwabacher Straße, Bereich Haltestelle Amalienstraße, die Linie 21 und die Linie 7. Das Gebäude der ehemaligen Humser Brauerei in der Schwabacher Straße entstand 1898 und im März 1979 ist Triebwagen 346, der in Vollreklame-Werbung für einen Fürther Konditormeister namens Wölfel macht, unterwegs zur Flößerstraße. Zwischen 1898 bis 1907 war die Haltestelle Holzstraße Endstation der sogenannten Südstadtlinie. Diese Südstadtlinie wurde 1907 dann bis zur Flößerstraße verlängert. Die Wendeschleife Flößerstraße entstand 1936 als eine Häuserblockumfahrung aus der Schwabacher Straße durch die Kiedelin- und Hetznerstraße zurück zur Flößer- und zur Schwabacher Straße. Endhaltestelle für die Flößerstraße 1977. Triebwagen 328 unterwegs auf Linie 7 verlässt im Sommer 1977 die Endschleife Flößerstraße, um in die Schwabacher Straße einzubiegen. Und dem Siemer folgt einige Augenblicke später der Zug der Linie 21 nach Nürnberg-Ziegelstein. Am 7. Dezember 1962 konnten die deutschen Eisenbahnen ihr 125-jähriges Jubiläum feiern.
zur Erinnerung an die erste Dampfeisenbahnfahrt auf deutschem Boden zwischen dem Nürnberger Plärrer und der Förder Friedrichstraße verkehrte damals der Adlerzug auf Straßenbahnschienen vom Plärrer in Nürnberg zum Förder Hauptbahnhof. Hier biegt er aus der Förder Freiheit kommend zum Hauptbahnhof ab. Zwischen der Förder Freiheit und der Stadtgrenze verliefen in Fürth die Straßenbahngleise seit 1927 auf historischem Eisenbahngrund. Das war nämlich die Trasse von Deutschlands erster Dampfeisenbahn, die seit dem 7. Dezember 1835 an von Nürnberger Plärrer kommend zur Förder Friedrichstraße fuhr. Die Ludwigseisenbahn bestand bis zum 31. Oktober 1922. Kurzer Überblick über die Verkehrsgeschichte der Handschuhpromenade in Fürth. Vom 7. Dezember 1835 bis 31. Oktober 1922 fuhren hier die Züge von Deutschlands erster Dampfeisenbahn, der Ludwigseisenbahn. Von 1927 bis zum 21. Juni 1981 benutzten die Züge der Nürnberg-Förder Straßenbahn die ehemalige Bahntrasse. 1982 bis Ende 1985 bestand hier eine Busspur, mit der auch Versuche zur elektronischen Spurführung von Linienbussen durchgeführt wurde. Ab 1986 wurde die ehemalige Verkehrsachse zu einer Grünanlage umgestaltet und von den Anliegern als Hundeklo benutzt. Die Straßenbahnhaltestelle Jakobinenstraße befand sich etwa dort, wo sich seit 1896 der Bahnhof Fürth Ost der Ludwigseisenbahn befand. Im Bereich der Haltestelle Lobitzstraße, März 1979. Zwischen der Stadtgrenze und der Haltestelle Lobitzstraße unterwegs. Einsätze von Großraumzügen auf der damaligen Berufsverkehrslinie 24 vom Trafowerk zur Förder Billinganlage waren verhältnismäßig selten. Im Sommer 1975 gelang diese Aufnahme des Triebwagens 215 im zukünftigen U-Bahnhof Stadtgrenze. Seit Dezember 1970 bis zum 21. Juni 1981 benutzte auch die Straßenbahn die in den 1960er Jahren gebaute Hochbahnstrecke zwischen der Stadtgrenze Nürnberg-Fürth und Muggenhof. Als Verstärkungs- und Sonderzüge kamen die damals modernsten Nürnberger Straßenbahnen, die Stadtbahnwagen, auch nach Fürth. Hier bei der Rückfahrt nach Nürnberg. Noch bis zum 14. Oktober 1976 kam an den werktäglichen Berufsverkehrszeiten die Linie 11 von Nürnberg auch noch nach Fürth zum Hauptbahnhof. Mit der großen Linienreform am 16. Oktober 1976 in Kraft tretend, wurde Linie 11 von Nürnberg aus kommend in Muggenhof gekappt. Sie wendet seitdem im Gleisdreieck Fuchsstraße-Muggenhof. Und bis Mitte 1977 wurden auf Linie 11 auch die zweiachsigen Züge der 100er Triebwagen mit den 12-1300er Beiwagen verwendet. Die Nürnberger Straßenbahnverantwortlichen waren sich glücklicherweise schon immer ihrer historischen Verantwortung bewusst. Im Oktober 1978 wurde der Triebwagen 910 als historischer Triebwagen restauriert, hier bei der Überführungsfahrt von der Hauptwerkstätte Muggenhof. Blick von der Ringbahn auf die Gleisharfe vor der Montagehalle. Und solch schöne Fahrzeugparaden konnte man an den Tagen der offenen Tür in der Hauptwerkstätte Muggenhof bewundern. In der alten Montagehalle ein 800er Fahrgestell, dahinter der Arbeitstriebwagen A35. Das Fahrgestell eines 900er Triebwagens aus dem Jahre 1939-40. In der großen Holzhalle abgestellt, Triebwagen 867,
ein sogenannter Wiederaufbautriebwagen. Er war 1929 von der MAN an die Straßenbahn geliefert worden. 1943 bei einem Bombenangriff wurde sein Wagenkasten völlig zerstört. Das intakt gebliebene Fahrgestell wurde 1950 von der MAN mit einem neuen Wagenkasten versehen. Der Fahrschalter des Triebwagens 867. Auf dem Ausziehgleis zur nordöstlichen Grundstücksgrenze werden die zur Verschrottung vorgesehenen Fahrzeuge ausgeschlachtet. Hier der Triebwagen 847 mit einem 1200er Beiwagen. Diese und die vorige Aufnahme entstanden am 22. Oktober 1978. Bei einem Blick in die Montagehalle am 22. Oktober 1978 konnten wir feststellen, der damalige Museumstriebwagen 103 erhielt eine Hauptuntersuchung. Er wurde einige Jahre später gegen den Triebwagen 111 getauscht. Ebenfalls hauptuntersucht wurde damals 1978 der Beiwagen 1251, der zum Abschluss dieser HU die Originallackierung der ersten 1200er Beiwagen aus dem Jahre 1935 erhielt, nämlich olivgrün Elfenbein. Auch im Jahre 2012 rollt dieser Beiwagen zusammen mit den anderen historischen Straßenbahnen noch über Nürnbergs Schienennetz. Unseren Besuch in der Hauptwerkstätte Muggenhof haben wir beendet und blicken nun von der Ringbahnbrücke Muggenhof die Förderstraße aufwärts Richtung Plärrer. Und schon im Oktober 1978 wirft der beginnende Bau der U-Bahn-Stammlinie U1 vom Plärrer nach Fürth in Muggenhof seine Schatten voraus. Beginn der Gleisverlegungsarbeiten für die zukünftige Anschlussstrecke zur Hauptwerkstatt. Diese Aufnahme im Bereich der Haltestelle Regerstraße entstand Anfang der 1970er Jahre, als die Straßenbahn noch auf der 1927 angelegten Schnellstrecke zwischen Plärrer und Fürth verkehrte. Das Gebäude Förderstraße 150 war seit 1898 der Sitz der Nürnberg-Förderstraßenbahngesellschaft und hier residierte auch noch bis in die 1940er Jahre hinein der oberste Betriebsleiter der Nürnberg-Förderstraßenbahn. Bevor die vierachsigen Großraum Trieb und Beiwagen in größerer Stückzahl beschafft werden konnten, musste ab 1957 der Betriebshof Förderstraße Maximilianstraße für die neuen Fahrzeuge angepasst werden. Dazu entstand zwischen der alten Beiwagenhalle aus dem Jahre 1898 und der 1935 angelegten Behelfsholzhalle ein Wagenhalle-Neubau. Und aus dieser neuen Wagenhalle kommt im Sommer 1977 der Triebwagen 877 als Fahrschule. Und da 1978 noch alle 12 Stahl-800er der Baureihe 871 bis 882 in Betrieb waren, mussten alle neuen Fahranfänger auf diesen Fahrzeugen geschult werden. Im Bereich des Betriebshofes Förderstraße Maximilianstraße bestand früher zwischen der nördlichen und der südlichen Fahrbahn der Förderstraße eine mehrgleisige Rangier- und Abstellanlage. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1960. Diese Holzhalle am östlichen Rand des Werksgeländes grenzt an das Gerichtsgebäude. Sie entstand 1935 als Ersatz für das aufgelassene Nebenwerk im Luitpoldhain. Die geografische Situation des Betriebshofes Förderstraße Maximilianstraße erlaubte es nicht, diesen auf für Einrichtungsfahrzeuge optimalen Durchlaufbetrieb umzurüsten. Alle eindrückenden Fahrzeuge mussten über ein Gleisdreieck wenden und rückwärts in die Halle rangiert werden. Und im Betriebshof Förderstraße lag die einzige doppelte Kreuzungsweiche des Nürnberg-Förderstraßenbahnnetzes. Ein Blick in die Wagenhalle.
Der U-Bahn-Bau in der Förderstraße zwang ab August 1978 dazu, die Betriebshofzufahrt aus der Förderstraße über die Maximilianstraße aufzulassen. Aus der Holzhalle heraus wurde eine provisorische Betriebshofzufahrt geschaffen. Hier rückte ein Zug der Linie 11 nach Muggenhof, also in Richtung Fürth aus. Dem 11er nach Muggenhof folgt ein 21er nach Fürth zur Flößaustraße. Ein Zug der Linie 21 aus dem Betriebshof Maximilianstraße Richtung Plärrer-Ziegelstein ausrückend. In den Betriebshof einrückende Züge vom Plärrer her fahren einfach vorwärts durch die Holzhalle. Dagegen müssen die Züge von Fürth her über einen Gleiswechsel rückwärts durch die Holzhalle einrücken. Ein Einrücker der Linie 11 vom Plärrer her kommend, er fährt einfach vorwärts durch die Halle. Dagegen muss der Zug der Linie 7, der von Fürth her gekommen ist, über diesen Gleiswechsel rückwärts durch die Holzhalle in den Betriebshof einrücken. Um die Förderstraße zu entlasten, rückt ein Teil der Züge der Linie 21 auch über die Betriebsstrecke zum Westfriedhof aus. Und mit Ausnahme der Linien 1, 7 und 11, die aus der Förderstraße in Betriebshof Maximilianstraße einrücken, benutzen alle anderen vom Betriebshof Förderstraße gestellten Linien den Weg über den Westfriedhof und die Betriebsstrecke über die Theodor-Heuss-Brücke. Die Förderstraße im Bereich des Betriebshofes Förderstraße Maximilianstraße am 1. Dezember 1979. Der Straßenbahnverkehr verläuft schon auf der Behelfsstrecke, die auf der nördlichen Fahrbahn der Förderstraße verlegt wurde. Der ehemalige Schnellstraßenbahnkörper in der Mitte der beiden Fahrbahnen ist bereits U-Bahn-Baustelle. Die Förderstraße, Blickrichtung Plärrer, in Höhe des Gerichtsgebäudes, Sommer 1977. Der Straßenbahnbetrieb ist bereits auf die Behelfsstrecke, welche auf der nördlichen Fahrbahn der Förderstraße angelegt wurde, verlegt. Die provisorische Haltestelle Sielstraße an der Behelfsstrecke. Beim Bau der Behelfsstrecke im Bereich der Haltestelle Sielstraße wurde dieser Gleiswechsel mit eingebaut, da man ursprünglich plante, sobald die U-Bahn-Linie U1 über den Plärrer hinaus den U-Bahnhof Bärenschanze erreichte, die Straßenbahnlinie 1 von Fürth mit GDN-6-Triebwagen auszurüsten und die Linie 1 hier an der Sitzstraße enden zu lassen. Aus Kapazitätsgründen, die GDN-6 reichten, vom Fassungsvermögen für den Verkehr auf der Straßenbahnlinie 1 nach wie vor nicht aus, verzichtete man auf dieses ursprüngliche Konzept und führte die Linie 1 weiter bis zum Plärrer. Auf der Fahrt zum Plärrer im historischen Triebwagen 701 begegnet uns der Fahrschultriebwagen A42. Die Baugrube für den U-Bahnhof Gostenhof im Mai 1978. Die Baugrube liegt dort, wo sich noch einige Monate früher die Haltestelle Willstraße für die Straßenbahn befand. Diese Aufnahme entstand 1975 im Bereich der Haltestelle Obere Kanalstraße. Sie zeigt einen Zug der Linie 14 von Schweinau über die Bauerngasse und am Rochusfriedhof durchs Dodengäßchen vorbei zur Förderstraße und über Will- und Brückenstraße durch den Kirchenweg zum Friedrich-Ebert-Platz fahrend. Die Gleisanlagen am Plärrer nach dem großen Umbau 1965. Der Plärrer gesehen 1970. Als diese Aufnahme 1975 von Linie 11 am Plärrer entstand, war diese als werktägliche Berufsverkehrslinie zwischen Herrnhütte und Fürth Hauptbahnhof unterwegs. Im Sommer 1977 waren die Triebwagen der Baureihe 100 aus den 1950er Jahren weitgehend arbeitslos.
Sie wurden hauptsächlich als Betriebsreserve und als Abruf- und Verstärkungszüge eingesetzt, hier bereitgestellt am Platter. Linie 13 am Ludwigstor 1975. Damals war Linie 13 noch Verstärkung und Ergänzungslinie für Linie 3 zwischen Mögeldorf und Schweinau und ihr Linienweg führte von Mögeldorf kommend über Hauptbahnhof Lorenzkirche durch die Lorenzer Altstadt. Linie 13 unterwegs von Schweinau nach Mögeldorf am Ludwigstor. Heute kam mir bekannt, zwischen der Elisabethkirche rechts und der Jakobskirche im Hintergrund links befand sich früher eine berühmte Fischküche. Dieses Gebäude würde heute auf dem ökumenischer Markt genannten freien Platz stehen. Großstädtischer Verkehr in der Ludwigstraße 1963. Manches macht sogar die U-Bahn möglich. Für den Bau der U-Bahn Stammlinie 1 entstand in der Ludwigstraße eine provisorische Gleisführung als eigener Bahnkörper zwischen Ludwigstor und der Jakobskirche. Hier am 4. Juli 1977 begegnet uns der frisch restaurierte Triebwagen 701 aus dem Jahre 1913. Und bis zum 27. Januar 1978 konnte die Lorenzer Altstadt zwischen Hauptbahnhof und Ludwigstor-Plärrer noch von den Straßenbahnen passiert werden. Hier kommt ein Zug der Linie 6 vom Lütbeuthain unterwegs nach Westfriedhof. Seit dem 28. Januar 1978 enden die Straßenbahnlinien 1, 2 und 13 an einer Wendeschleife um die Jakobskirche. Und im Sommer 1978 kamen auch noch Abrufzüge bestehend aus 100er Trieb mit 1200er Beiwagen zur Jakobskirche. Diese Aufnahme entstand 1976. Das Gebäude zwischen der Elisabethkirche rechts und der Jakobskirche links hinten mit der Fischküche ist inzwischen beseitigt und die Straßenbahn verläuft auf einer provisorischen Gleisführung. Die ursprüngliche Gleisführung am Weißen Turm 1958 mit einem Zug der Linie 11 vom Lütbeuthain zum 4. Hauptbahnhof. Diese Aufnahme entstand 1973 am Weißen Turm, Triebwagen 201 auf Linie 6 zum Westfriedhof, in der Gegenrichtung zur Lorenzkirche und zum Hauptbahnhof, der Schienenschleifwagen A12, Ex-Triebwagen 204, 1904 von Firma MAN geliefert. Auch diese Aufnahme stammt noch aus der Zeit, wo von U-Bahn-Bau in der Lorenzer Altstadt noch keine Rede und keine Spur zu sehen war, die Haltestelle Weißer Turm. Doch in der ersten Hälfte der 1970er Jahre dringt vom Hauptbahnhof her der U-Bahn-Bau immer weiter ins Herz der Lorenzer Altstadt vor. Verlegung einer provisorischen Gleisanlage in der Ludwigstraße beim Weißen Turm. Und hier benutzt der GTN6-Triebwagen 369 auf Linie 6 Westfriedhof Lütbeuthain bereits die neue provisorische Gleisanlage. Diese Aufnahme der Linie 2 von der Gustav-Walter-Straße zum Dutzendeich entstand in der Weihnachtszeit 1976-77. Anfang 1976 entstand diese Aufnahme, Zug der Linie 1 von Fürth zur Bauernfeindstraße im Hintergrund der Weiße Turm. Und noch bis Mitte der 1970er Jahre war es üblich, wenn Nürnberger Schulklassen den Nürnberger Tiergarten besuchen wollten, benutzten sie die Straßenbahn mit Sonderzügen. Blick durch die Karolinenstraße zur Lorenzkirche, Herbst 1976. Vor der Lorenzkirche, am sogenannten Duda-Eck zwischen der Karolinen- und der Königstraße. Die Straßenbahn verläuft schon auf den U-Bahn-Bau bedingt verlegten Behelfsgleisen. Ein nicht nur für Straßenbahnfreunde bedeutsames Ereignis fand am 4. Juli 1977 an der Lorenzkirche statt, die Wiederinbetriebnahme des historischen Triebwagens 701, der 1913 von der Firma MAN an die Straßenbahn geliefert wurde. Blick durch die Königstraße aus dem Bereich der Mauthalle zum Königstor. Vor dem Frauentorturm
ist von den U-Bahn-Bauern ein U-Bahn-Tunnel Tübingen als Denkmal aufgestellt. Dezember 1977, zum letzten Mal in der weihnachtlich geschmückten Königstraße, die Straßenbahn in der Linien 1, 2, 3 und 6. Denn ab 28. Januar 1978 werden die Straßenbahnen von Norden her am Weißen Turm enden, von Osten her werden sie vor dem Königstor nach rechts und links abbiegen. Und nur wenige Wochen nach Einstellung des Straßenbahnverkehrs zwischen Hauptbahnhof und Weißen Turm begannen die Abbauarbeiten an den Straßenbahnanlagen, zunächst mit der Fahrleitung, und nach Ende des Winters wurden auch die Gleisanlagen in der Karolinen- und in der Königstraße ausgebaut. Am Königstor, Zug der Linie 3 von Schweinau zum Tiergarten vor dem Frauentorturm. Noch einmal das Königstor, diesmal mit einem GTN-6-Triebwagen auf Linie 6 zum Lütboldhain. Zug der Linie 6 vom Westfriedhof zum Lütboldhain verlässt am Königstor die Lorenzer Altstadt. Und in der Gegenrichtung ist ein Schülersonderzug vom Tiergarten unterwegs durch die Lorenzer Altstadt zum Plärrer. Die letzten planmäßigen Einsätze für Triebwagen der Baureihe 102 bis 125 erfolgten im Sommer 1978 als Abruf- und Verstärkungszüge. Hier am Siemensplatz neben der Christuskirche wartet Triebwagen 115 mit einem 1200er Beiwagen auf seinen nächsten Einsatz. Der Betriebshof Schweinau, gesehen im Spätsommer 1977. In der Betriebshofzufahrt von der Hohen Matter her befand sich in der Amberger Straße vor dem Betriebshof eine Abstell- und Rangieranlage. Zurück aus der Südweststadt von Schweinau zum Hauptbahnhof und zum Marientunnel und die Scheuerstraße, wo damals zum Aufnahmezeitpunkt 1976-77 noch die Linie 2 von der Gustav-Adolf-Straße über Plärrer, Lorenzkirche, Hauptbahnhof, Peterskirche zum Dutzendeich fuhr. Auf ihrem Linienweg von der Bahnhofstraße durchs Marientunnel zur Glockenhofstraße benutzte die Linie 2 in der unteren Hälfte die Scheuerstraße. Hier kommt ein Zug der Linie 2 vom Dutzendeich kommend aus der Glockenhofstraße in die Scheuerstraße. Seit dem 28. Januar 1978 fährt auch durch die Glockenhof- und Kirchenstraße keine Straßenbahn mehr zur Peterskirche. Blick durch die Kirchenstraße zur Peterskirche im Hintergrund. Linie 2 an der ursprünglichen Endhaltestelle Dutzendeich in der Dutzendeichstraße. Die Wendeschleife Dutzendeich war 1906 als Häuserblockumfahrung aus der Dutzendeichstraße in die Bayernstraße an der Waldlust vorbei, zurück in die Regensburger Straße entstanden und Mitte Mai 1979 zugunsten einer Wendeschleife in Höhe der Dutzendeichstraße aufgelassen worden. Seit 28. Januar 1978 kommt auch Linie 2 nicht mehr zum Dutzendeich. Nur mehr Linie 4 hält die Verbindung zum Dutzendeich aufrecht. Die Haltestelle Waldlust. Richtung Osten gesehen, zur Waldluststraße, an der Haltestelle Waldlust. Zug der Linie 4 an der Haltestelle Waldlust. Von der Waldlust aus führt die Strecke eingleisig zurück durch die Regensburger Straße zur Haltestelle Immelmannstraße. Die Straßenbauplanung für den Nordostring, den sogenannten Ben-Gurion-Ring und einer neuen Bahnunterführung im Zuge dieser neuen Ringstraße zur Bayernstraße unter der Regensburger Bahnstrecke machten die Stilllegung der Straßenbahnschleifenfahrt über die Waldlust zurück zur Regensburger Straße notwendig. Deshalb entstand im Mai 1979 im Bereich der bestehenden Abstellschleife Dutzendeichstraße eine komplette Wendeschleife,
die am 15. Mai 1979 in Betrieb genommen wurde. Blick durch die Dutzendeichstraße Richtung Regensburger Straße und Stadtzentrum. Bis zum Vormittag des 15. Mai 1979 konnten die Straßenbahnen die bestehende Abstellschleife durchfahren, um an die bisherige Endhaltestelle Dutzendeich zu gelangen und von dort aus die Schleifenfahrt über die Waldlust vollenden. Am späten Vormittag waren die Gleisarbeiten an der Abstellschleife so weit gediehen, dass die Züge nun in der bisherigen Abstellschleife als Wendeschleife wenden konnten. Und dazu war in der Dutzendeichstraße ein zweites Streckengleis verlegt worden für die Rückfahrt zum Stadtzentrum. Im Sommer 1977 fanden sich auf der Südseite des Maxplatzes noch diese Gleisreste. Sie stammen von der bis Ende 1944 betriebenen Straßenbahnverbindung vom Hallertor durch die Seebalder Altstadt am Hauptmarkt und Rathaus vorüber zum Radenauplatz. Diese Straßenbahnverbindung wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr durchgehend in Betrieb genommen. Die Haltestelle Brückenstraße des sogenannten Westringes von der Förderstraße über die Will- und Brückenstraße zum Kirchenweg und Friedrich-Ebert-Platz. Diese Verbindung von der Förderstraße aus wurde durch Linie 4 und 14 bedient und am 16. Oktober 1976 das letzte Mal angefahren. Diese Aufnahme entstand 1975 an der Haltestelle Brückenstraße, die am nordwestlichen Rand des Johannisfriedhofs sich befand. Seit mehr als 30 Jahren fährt hier keine Straßenbahn mehr. Die Brückenstraße gesehen zur Johannisstraße und zum Kirchenweg. Die Bayreuther Straße gesehen aus der Haltestelle Maxfeld Richtung Radenauplatz. Triebwagen 259 auf Linie 9 nach Thon. Und in der Gegenrichtung Triebwagen 265 auf Linie 9 von Thon nach Gebietzenhof Einfahrt in die Haltestelle Maxfeld. Auf den 9er folgt ein 21er von Ziegelstein nach Fürth. Vor der Reformationsgedächtniskirche am Stadtpark Zug der Linie 21 nach Ziegelstein. Seit dem 1. Mai 1960 befährt die Linie 9 auf ihrem Weg von Thon nach Gebietzenhof die Birkheimer Straße. Mit Beginn des Winterfahrplans 1966-67 am 25. September 1966 wurden auch auf Linie 9 die vierachsigen Großraumzüge eingesetzt, hier im Bereich der Pilotistraße. Aus der Birkheimer Straße zum Leipziger Platz, und zwar am 17. März 1977, Sonderfahrt mit Triebwagen 910 und den Beiwagen 1256 und 1258. Februar 1978, Triebwagen 361 auf Linie 11 an der Endhaltestelle Leipziger Platz, dahinter Triebwagen 701 auf Sonderfahrt zum Fallendienstag. Der Triebwagen 701 war 1913 durch die MAN ausgeliefert worden. Er besaß ursprünglich Lenkachsfahrgestelle und wurde ab 1922 als Ersatz für die stillgelegte Ludwigseisenbahn im Gepäckverkehr zwischen dem Nürnberger Plärrer und der Fürther Friedrichstraße eingesetzt. 1938 wurde er in den normalen Liniendienst übernommen, nachdem der Gepäckverkehr nach Fürth eingestellt worden war. Ab 1947 diente er als Fahrschulwagen, später wurde er auch entsprechend umnummeriert als A41 und 1974 außer Dienst gestellt. Anschließend begann seine Restaurierung in den historischen Lieferzustand als betriebsfähiges Museumsfahrzeug. Zug der Linie 11 an ihrer Endhaltestelle Leipziger Platz im November 1978. Der Betriebshof Nordost. Seine Planung begann bereits 1938-39. In dieser Zeit konnte das Dienstwohngebäude fertiggestellt werden. Der Zweite Weltkrieg verhinderte eine Bauausführung. Bei der Neuplanung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein anderes Konzept zugrunde gelegt. Er wurde als Durchlaufbetriebshof errichtet
und am 1. Oktober 1963 als Ersatz für die alten Betriebshöfe Johannes, Maxfeld und der Abstellanlage Lindestadion in Betrieb genommen. Der Betriebshof Nordost, Ausfahrbereich. Und der Einfahrbereich, links die Buswerkstätten. Blick in die Wagenhalle. Die werbetreibende Wirtschaft bevorzugte ausschließlich Straßenbahntriebwagen als Vollwerbeträger. Dagegen bescheidete sich die EWAG, die Energie- und Wasserversorgungsaktiengesellschaft der Stadt Nürnberg, mit ihrer Eigenwerbung auf den Beiwagen 1586. An der Endhaltestelle Luitpoldhain 1977. Tagsüber fuhren damals auf Linie 6 die klassischen Großraumzüge, abends und an Sonn- und Feiertagen dagegen die Stadtbahnwagen des Typs GDN 6. Zurück in die Allersberger Straße und mit Linie 1 unterwegs zur Bauernfeindstraße, hier an der Haltestelle Tristanstraße, auf der Rampe zum Straßenbahntunnel Allersberger Straße-Bayernstraße. Und in der Gegenrichtung unterwegs Zug der Linie 1 von der Bauernfeindstraße Richtung Hauptbahnhof und Fürth. Seit dem 28. Januar 1978 bedient Linie 12 die ehemalige Strecke der Linie 1 zwischen der Scheuerstraße und der Bayernstraße, hier bei der Ausfahrt aus dem Straßenbahntunnel zur Haltestelle Tristanstraße. Der Tunnelmund zur Wanne-Bayernstraße, Sommer 1977. Von links die Gleise der ehemaligen Stadionlinie von der Frankenstraße her. Südlich der Bayernstraße und nach Unterquerung der Franken- und Ingolstädter Straße kommt die Straßenbahntrasse auf der Rampe zur Oskar-von-Müller-Straße wieder ans Tageslicht. An der Haltestelle Flachweier, die letzte Haltestelle vor der Endhaltestelle Bauernfeindstraße. Nachdem der Nürnberger Stadtrat 1963 beschlossen hatte, die Straßenbahnen von der Endhaltestelle Bauernfeindstraße in den neu entstehenden Stadtteil Langwasser zu verlängern, entstand 1963 im Bereich von Bauernfeindstraße und Neuselsbrunn eine neue Wendeschleife, welche die Option bot, die Strecke von hier aus einfach nach Langwasser verlängern zu können. Diese Wendeschleife wurde 1964 in Betrieb genommen, musste jedoch schon 1970 wegen dem beginnenden U-Bahn-Bau wieder stillgelegt und abgebrochen werden. Wenige Wochen vor Stilllegung der Stadtbahnschleife Bauernfeindstraße im November 1970 entstand diese Aufnahme. Sie zeigt einen Zug der Linie 1 nach Fürth zur Billinganlage an der Einsteigehaltestelle. Für die Übergangszeit von etwa 8 Jahren, bis die U-Bahn-Linie U1 die Lorenzer Altstadt erreicht, was etwa 1978 geschehen soll, entsteht nördlich der Bauernfeindstraße eine provisorische Wendeschleife auf dem Gelände des heutigen Park- und Reitparkplatzes. Und an dieser Endstelle Bauernfeindstraße endeten in den ersten Jahren neben der Linie 1 auch die Linien 11 und 18. Deshalb war diese Wendeschleife mit einem Überholgleis und 2 Bahnsteigen ausgestattet worden. Diese Aufnahme entstand im Sommer 1976 und sie zeigt neben dem Planzug der Linie 1 auch den Schienenschleiftriebwagen A14. Die Linie 18 kam nur Montag bis Freitags während des Berufsverkehrs zur Bauernfeindstraße. Ab Mitte Juli 1972 verschwand sie gänzlich von dort, da die Verbindungsstrecke von der Bayernstraße durch das Straßenbahntunnel Richtung Franken-Katzwanger Straße U-Bahn-baubedingt unterbrochen wurde. Die Endhaltestelle Bauernfeindstraße im April 1977, Triebwagen 330. Er sollte am 27. Januar 1978 auch der letzte Einser sein, der
die Endhaltestelle Bauernfeindstraße für immer verlässt. Der Abbau der Bahnanlagen zwischen der Tunnelrampe Bayernstraße und der Endhaltestelle Bauernfeindstraße erfolgte noch im Sommer 1978. Am 29. Oktober 1976 unternahmen der Verein Freunde der Nürnbergfelder Straßenbahn eine schöne Sonderfahrt im Triebwagen 116 mit den Beiwagen 1256 und 1258 hier am Plärrer. An der Gustav-Adolf-Straße zusammen mit einem Zug der Linie 2. In der Glockenhofstraße unterwegs zur Peterskirche und einrücken in den seit 1974 stillgelegten Betriebshof Peter, der ab 1985 zum historischen Straßenbahndepot wurde. Ein Abstecher nach Schweinau in den dortigen Betriebshof. Das Ende der Straßenbahn in der Lorenzer Altstadt rückt immer näher. In der Nacht vom 27. auf 28. Januar 1978 gegen 1.30 Uhr wird ein Zug der Linie 3 die letzte Straßenbahn sein, die den Nürnberger Hauptbahnhof über die Lorenzer Altstadt mit dem Plärrer verbindet. Und in der Nürnberger Presse wurden die bevorstehenden Änderungen im Nürnbergfelder Straßenbahnliniennetz ausgiebig erörtert. Der ab 28. Januar 1978 geltende Liniennetzplan. Mit dieser Urkunde bestätigte die VAG Nürnberg, die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, die Teilnahme an dieser letzten Straßenbahnfahrt durch die Lorenzer Altstadt vom Hauptbahnhof zum Plärrer. Abschied von der Lorenzer Altstadt, der letzte Dreier am Weißen Turm. Da die U-Bahn-Linie U1 ihren fahrplanmäßigen Betrieb zum Weißen Turm erst gegen 12 Uhr mittags am 28. Januar 1978 aufnimmt, pendelten in den Vormittagsstunden zwei GDN-6-Triebwagen zwischen dem Königstor und dem Häfnersplatz auf einem Gleis, dem Streckengleis, das ehemals vom Plärrer zum Hauptbahnhof führte. Hier sind diese beiden Pendeltriebwagen an ihrer Endhaltestelle Königstor. Zum Umsteigen müssen die Fahrgäste den Fußgängertunnel zum Bahnhofsvorplatz benutzen. Gegen 12 Uhr Mittag verließen beide Triebwagen als letzte Straßenbahnen für immer die Lorenzer Altstadt. Und seit Betriebsbeginn um 5 Uhr morgens wenden die Züge der Linie 1, 2 und 13 an der neuen provisorischen Wendeschleife um die Jakobskirche. Hier kommt Linie 13 von Schweinau zur Endhaltestelle Weißer Turm. Blick aus der Ludwigstraße auf den neu geschaffenen freien Platz mit dem Namen Ökumenischer Markt zwischen der Elisabethkirche links und der Jakobskirche rechts. Diese Straßenbahnverbindung vom Plärrer in die Lorenzer Altstadt bis zur Jakobskirche hatte noch bis zum 23. September 1980 Bestand. Seitdem ist die Straßenbahn in der Lorenzer Altstadt ein für alle Mal Geschichte. Und hiermit endet auch mein Bericht über die Jahre zwischen 1975 bis 1979. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.